Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und heute dreht sich alles um Reviews, Reviews und nochmal Reviews. Ganz genau, Ende November erscheint in der Regel ein Haufen von Neuveröffentlichungen, genauso wie dieses Jahr. Und ich habe mir die Mühe gemacht, sämtliches quer zu hören und für euch hier 5 Alben rauszusuchen, die euch eventuell gefallen könnten. Und ich würde auch sagen, let's go! Den Start machen die Jungs von Burden of Grief mit ihrer neuesten Platte Destination Dystopia. Und als allererstes, hört mal, wie geil ist denn bitte dieses starke Artwork? Ich meine, Titel und Artwork, meiner Meinung nach geht das hier Hand in Hand. Ich hoffe, die Jungs produzieren auch feinstes Merch wie T-Shirt oder auch passend zur Jahreszeit einen geilen Hoodie mit dem Artwork drauf. Das Ganze ist sehr, sehr schön. Stimmig. Was bekommt ihr inhaltlich? Ihr bekommt feinsten Melo-Death-Metal mit hier und da Thrash-Metal-Anbiederung, die das Ganze recht auflockern, wie ich persönlich finde. Der Silberling ist definitiv eine sichere Bank und jeder, der irgendetwas mit dem Genre anfangen kann, der sollte mal hier reinhören und dem Ganzen eine Chance geben. Ich kann euch auch die neueste Videosingle mit an die Hand geben. Favorite Dreams nennt sich das Ganze. Die Story auch sehr geil, und zwar die weibliche Protagonistin möchte sehr, sehr gerne eine Show von der Band besuchen. Der Vater untersagt es. Was macht die Tochter? Setzt sich drüber hinweg, stiehlt sich aus dem Haus und besucht dann mit einem Kollegen die Show, welche dann vor Ort, wo muss man feststellen, gecancelt wird. Was passiert dann auf dem Rückweg? Die Band fährt rein zufällig mit einem Auto vor, nimmt die beiden mit und spielt ein persönliches Konzert nur für die beiden. Eine sehr schöne Story, welche nur noch durch die geniale Musik getoppt wird. Als nächstes haben wir hier Thrash Metal mit Headshot und Make Us Survive. Die Band kommt aus Braunschweig, gibt es dieses Jahr 30 Jahre. Ja, natürlich, ne, wenn man schon 30 Jahre feiert. Wie anders als mit einem neuen Album, und man muss dazu sagen, die Band ist sehr, sehr fleißig, weil letztes Jahr ist bereits ein Silberling erschienen, natürlich nach einer Pause von ungefähr 11 Jahren. Nichtsdestotrotz war das schon mal ein starkes Comeback, welches nur getoppt wird jetzt hier von der neuesten Scheibe. Ich persönlich bin sehr, sehr angetan. Die Produktion ist auch richtig stark und knackig, also es knallt ordentlich aus den Boxen, so wie es sein sollte. Was ich besonders mag, sind diese Neo-Thrash-Einflüsse, die so ein bisschen hier und da von Machine Head angehaucht sind, das Ganze so ein bisschen auflockern. Und ihr solltet definitiv in den Song Sudden Death reinhören, mein persönlicher Lieblingssong von der Platte. Und wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, am 25. startet die Record Release Show mit Warpath. Ich meine, ist eine richtig geile Kombi. Checkt die Bands definitiv live aus, gehen immer und definitiv auch noch die Musik selbstverständlich von Headshot mal abchecken. Helga! Helga! Wer kennt nicht alljährlich die nervigen Rufe auf den Festivals? Diese werden jedoch nur noch getoppt von der Band mit dem gleichen Namen. Helga. Jene kommen aus Schweden, machen eine Mischung aus Folk und Ambient Metal, welches ich sehr, sehr interessant finde. Und ja, singen sogar auf Schwedisch und in englischer Sprache. Sehr, sehr abwechslungsreich, was ich sehr, sehr schön finde bei den Songs. Die sind sehr, sehr atmosphärisch, stellenweise sehr progressiv gehalten und natürlich mit der ordentlichen Metal-Kerbe. Auch eine sehr, sehr schöne organische Produktion. Ihr solltet mal definitiv dem Ganzen eine Chance geben, wenn ihr das Ganze nicht so hart mögt und auch mal gerne etwas durchatmen wollt. Ist definitiv diese Platte etwas, wo ich sage, ja, das kann euch definitiv gefallen. Als nächstes hätten wir Future Static mit ihrer Platte. Die Jungs und Mädels kommen aus Melbourne. Ihr bekommt feinsten Female Fronted Metalcore, aber bloß aufpassen bei dieser Bezeichnung, weil ich genau weiß, die Jungs und Mädels von Diffus mögen das nicht. Sonst unterstellt man euch Six und sonstiges Abwertendes, aber ich meine, wer im Fahrwasser von Steuerung F mitschwimmt, der sollte da ehrlich gesagt etwas kleinlaut sein. Warum überhaupt Metalcore, wenn ihr genau wisst? Metalcore ist jetzt nicht so das, was ich präferiere. Nichtsdestotrotz muss ich hier sagen, mir gefallen die catchy Hooks, super poppigen Stimmeinlagen.
welche mich stellenweise an Guano Apes, warum auch immer, erinnern. Und ja, natürlich die üblichen Trademarks, diesen Mischmasch aus Clean-Gesang und Growls. Das ist aber alles eine Stimmenfarbe. Also man hat halt nicht irgendwie unterschiedliche Sänger. Nein, das ist eine Sängerin, welche im Clean-Gesang zu Hause ist, aber auch gleichzeitig growlt. Und man hört deutlich ihre Stimmenfarbe raus, was ich sehr, sehr einheitlich finde. Und das Ganze macht das auch zu etwas Eigenen im Vergleich zu dem, was es da draußen am Markt gibt. Ihr sucht was Böses, ihr sucht was Hartes, dann habe ich hier etwas für euch. Und zwar die EP von Infected Chaos, die kann ich euch wärmstens empfehlen. At the Gates lassen hier grüßen. Keiner kann mir bei dieser Band sagen, jo, At the Gates, das war kein Einfluss. Es ist richtig geiler, ich nenne es mal At the Gates Death Metal, jedoch mit Black Metal Einflüssen und deutlichen klassischen Death Metal Anbiederungen, die das Ganze natürlich auflockern, am Leben erhalten, aber auch die Songs auf der EP schön bunt aufmischen. Und ich kann nur sagen, der Gesang, ui, da schauert's mir richtig den Rücken runter. Und wenn ihr genau auf diese Mucke steht, hört mal hier rein. Die Band gibt es jetzt nun 10 Jahre und zum 10-Jährigen hat man sich überlegt, jo, wir hauen hier nochmal einen raus in Form von dieser schönen, aber feinen EP. Mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr hört da auch mal rein. Und ja, was soll ich am Schluss sagen? Das war's hier für diese Woche mit diesen 5 Platten. Würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr dort reinhört. Kanntet ihr vielleicht schon sogar eine der genannten Bands? Würde mich brennend interessieren. Und ein weiteres in die Kommentare mit euch zu diskutieren. Mich würde es zu guter Letzt freuen, wenn ihr uns noch einen Daumen nach oben da lasst, sowie ein Abo. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. Das war's auch heute hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Bis demnächst, haut rein und ciao, ciao. Moshpit Passion, you know, for the passion of music.